Stelle mich am besten noch einmal vor. Mein Name ist Vivian. Wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Escher bin ich schon seit unserer Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich auch gleich mal den guten alten Studienzeiten zuliebe. Ach, was war das für eine Zeit damals? Zur Studienzeit mit Professor Escher. Hier, das sollte sich es nützlich erweisen. Eine versteckte Maschine. Zerschneider. Zwergi verstaut das VM01 Zerschneider in der TM und VM Tasche. Hier bekommt man das also. Ich würde mal sagen, und damit herzlich willkommen, seid gegrüßt an den Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Ignorum zu einem neuen Part Pokémon Weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Hier Part 5 mittlerweile, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, aus Virians Büro oder Labor oder was auch immer das ist. Heute werden wir so ein bisschen Virians Büro noch ein bisschen erforschen und dann weiter geht's erstmal mit dem Text. Die Pokémon können auch Attacken erlernen, die außerhalb des Kampfes einsetzbar sind. Mit dieser VM kannst du deinen Pokémon die Attacke Zerschneider beibringen, mit der man kleine Bäume fällt. Und genau wie die technischen Maschinen kannst du die versteckten Maschinen so oft benutzen, wie du willst. Toll, was? Allerdings ist es schwierig, mit einer VM erlernte Attacken wieder zu vergessen. Dürfte ich dich vielleicht um ein kleines Gefallen bitten? In der Nähe von Orion City liegt eine sogenannte Traumbrache. Dort findet man ein Pokémon namens Somian, welches den Traumdunst absondert. Und den will ich haben. Mit Hilfe des Dunstes steht uns nämlich die Spiel-Synchro zur Verfügung. Wir sind dann in der Lage, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Jupp, klar, mache ich. Mein kleiner Sidequest wird getan. Die Leute unten jucken mich gar nicht. Ich gehe direkt zur Traumbrache. Dort werden wir uns um das Pokémon Somian kümmern. Auf geht's. So. Hier können wir jetzt Zerschneider einsetzen, oder nicht? Nein, nicht. Jetzt aber, jetzt haben wir Lutz Zerschneider beigebracht. Der Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Ja, ich müsste Zerschneider einsetzen. Zack. Oha. Wer kommt denn da? Herr Bell. Oh, Zwergi, suchst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Du meinst nach dem pinken Teil hier. Und das wir gleich sehen werden. Du, hast du auch gerade diese Geräusche hinter der Wand gehört? Lass uns nachsehen gehen, meinte sie. Okay. Da, das pinke Pokémon. Das suchen wir. Hey, warte. Oh, Mann. Team Plasma wieder. Da haben wir wieder ein Somian. Somian heißt das Ding also. Los, stoß schnell deinen Traumdunst aus. Das Ding sagt einfach Huhn. Moment mal. Wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, um die armen Pokémon von dem Joch der törichten Menschen zu befreien. Wir sind Team Plasma. Was wir hier machen? Die Pokémon
Sonian und Soniova stoßen in den sogenannten Traumdunst aus, der allerlei Träume beschert. Mit diesem Traumdunst werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen nur auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, in dem sie alle ihre Pokémon freilassen. Natürlich, wie denn auch sonst. Boom. Hey, wird's bald mit Traumdunst. Tritt ihr das Pokémon etwa, damit es Traumdunst absondert? Wie grausam. Wieso tut ihr sowas? Ihr seid doch auch nur Trainer. So ist es. Wir sind auch Pokémon-Trainer. Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wir befreien die Pokémon, indem wir Kämpfe gewinnen und die Trainer ihre Pokémon wegnehmen. Genauso werden wir euch den Pokémon die Freiheit schenken. Ah, Zwergi, Hilfe! Erster, Team Plasma, Fight! Erste Team Plasma Herausforderung. Wie Team Skull und Team Rocket. Naja, Team Skull ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Oh scheiße, mein Pokémon-Team ist nicht wirklich geheilt. Ist komplett außer Gefecht. Aber es reicht trotzdem. Hoffe ich. Und nochmal Rankenhieb und dann haben wir es. Geduld. Team Rocket. Team Skull ist alles dasselbe. Ja, Team Skull war ein bisschen was anderes. Und die wollen uns auch unsere Pokémon klauen. Hast du den Kampf gegen ein Kind auf die rechte Schulter genommen? Wie dem auch sei, jetzt komme ich. Ach, gegen die müssen wir auch noch kämpfen. Team Plasma. Und jetzt auch nur ein Pokémon. Könnten wir das hinkriegen? Wir haben noch ein Pokémon. Das zweite Pokémon ist besiegt worden. Und das hat nur ganz wenig KP. Ich glaube, ich setze meinen Trank rein. Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Zumindest würde es uns ein bisschen unterstützen in unserem Vorhaben, den Plasma zu besiegen. Ich denke schon. So. Hätte ich aber etwas, was Rankenhieb heißt. Und das ist sogar effektiv. Heuler. Was willst du mit Heuler? Fang mir hier nicht zu heulen an. Zyklus, okay. Jetzt noch einmal Zerschneider ein, was Lucia gerade eben gelernt hat. Sandwirbel. Ja, das ist nicht sehr effektiv. Um sowas zu drücken. Aber Zerschneider ist effektiv. Zack. Zumindest bringt es dir den Tod. Team Skull wurde besiegt. Ah, Quatsch. Team Flair. Nein. Team Plasma. Ah, ich verwechsel das immer. Ist für mich alles das gleiche. Wie ich schon gesagt habe. Team Plasma aus unser Traum. Ein Albtraum ist dieser Traum. Das gibt's doch nicht. Wir haben beide verloren. Aber wir brauchen diesen Traumdunst unbedingt. Mann, hörst du mal bitte auf, das Pokémon zu treten. Das hat dir nichts getan. Verfolgt, stößt du wohl endlich den Traumdunst aus. Hör schon auf. Auweia, und wer ist denn da aus der Luft erschienen? Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Noch einer aus der Luft erschien. Wir von Team Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der würdigenden Knechtschaft zu befreien, die ihnen einst das törichte Volk aus niedrigen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn ihr dieser ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet, das ist nicht der Gizis, der seine Anhänger um sich schaut.
oder mit besänftigen Reden die Leute zu betrügen versucht. Ja, nein, das ist der Gezes, der erbarmungslos straft, wenn man versagt hat. Wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. Oh, da kommt der Mutter. Was war denn das gerade? Dieser Gezes ist mal da, mal dort. Der eben war doch nicht echt, oder? Das war doch vielleicht nur ein Traum? Und dieses Pokémon? Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Huch, ein Somnivora. Wenn das mal nicht Traumdunst ist. Was ist hier passiert? Oh, Vivian. Also, das war zunächst das Somnium, aber dann kam Team Plasma und dann kam plötzlich das Somnivora. Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Und Team Plasma hat dann... Verstehe. Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somnium, weißt du? Und als es merkte, dass das Somnium in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeiten eingesetzt, um einen Traum wahr erscheinen zu lassen. Ein Traum, der Somnian rettet. Oh, einen Moment mal. Das ist doch Traumdunst. Ist das etwa Traumdunst? Damit kann ich meine Forschungen vollenden. Kommt doch nachher bei mir daheim vorbei. Puh, das war vielleicht ein Tumult. Zwergi, warum schaust du nicht bei Vivian vorbei? Ich werde derweil das Pokémon von ihm suchen gehen. Das hässliche Teil willst du haben. Okay, wenn du willst, wenn du magst, ich gehe erstmal zu Vivian und beende meinen Sidequest, damit ich auch mal weitermachen kann. Damit ich das Ganze auch mal abgeschlossen hätte. Dann können wir irgendwann auch mal mit der Hauptstory weitermachen. Hier geht's rein. So, und da hoch. Zack. Tada! Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traumdunstes. Damit können wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze! Zum Dank habe ich es so eingerichtet, dass du ab jetzt das C-Gear verwenden kannst. Mithilfe des C-Gears kannst du per Infrarotverbindung drahtloser Datenübertragung und so weiter kommunizieren. Zwergi erhält das C-Gear. Achtung! Bitte schalt das C-Gear an Orten wie Flugzeuge oder Krankenhäusern, wo drahtlose Verbindung verboten ist, stets aus. Okay, habe ich verstanden. Okay, das haben wir jetzt auf dem unteren Bildschirm abgelegt. Sieht nicht sehr spektakulär aus. Schau mal, das C-Gear ist jetzt aktiv und dass der entsprechende Bildschirm erscheint. Wenn du das Fragezeichen rechts unten berührst, kannst du dir sämtliche Erklärungen zum C-Gear durchlesen. Also zum Thema Spielsynchro. Ich würde dir gerne ein paar Dinge zu dem Spielsystem erklären, das uns erlaubt, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Kannst du dir noch etwas Zeit nehmen? Nein, ich weiß, Cookies werden verwendet und ja, so weiter. Schokokekse finde ich in Ordnung. Super, akzeptiert, Alibi gelesen und akzeptiert, weiter. Entschuldige bitte, ich freue mich so. Ich muss dir einfach alles erklären. Schließlich sind wir jetzt endlich zu wirklichen Bahnbrechendem in der Lage. Die Spielsynchro ermöglicht unter Verwendung des Traumdunstes den Zugriff auf die Erinnerungen schlafender Pokémon. Genau, so können wir Daten von Trainern auf aller Welt sammeln und der NSA übertragen. Aber das ist noch nicht alles. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen, geschickt werden, träumen im Schlaf. Und wenn du das einem Pokémon dann wächst, wird sein Traum in der Kontaktebene, die im Zentrum der einer Region liegt, Realität. Glaubst du sowas? Das gibt's ja gar nicht.
Spielsynchro ist schon etwas Tolles, oder? Hat das dein Interesse geweckt? Wenn dich das Ganze interessiert, dann schick auch deine Daten. Ja, Mrs. NSA, ich weiß, du willst meine Daten. Ja, nein, nicht von mir. Huch! Oh, Trainer. Vielen Dank, dass du meiner Schwester geholfen hast. Hier ein kleines Dankeschön. Nur keine falsche Bescheidenheit. Zwengi hält das Adressbuch. Ah, stimmt, das brauche ich ja auch noch. Da ist meine ganzen Kontakte da drin zu lesen sind und damit die NSA auch noch meinen Kontakte erhalten kann und weiß, mit wem ich so kommuniziere und mein ganzer Kram so ablaufen kann. So läuft das. So. Das Kapitel hätten wir abgehakt. Perfekto. Nun weiter geht's. Nochmal in die Traumbrache. Oder weiter in die Story. Ich glaube, erstmal muss mein Team heilen. Das ist genug hier geschwächt. So. Team wieder komplett geheilt. Ich gehe nochmal in die Traumbrache. Vielleicht finden wir dann ein interessantes Pokémon. Vielleicht fangen wir uns auch dieses hässliche Summi an. Kann ja sein. Ich glaube eher nicht. Das will ich nicht so unbedingt in meinem Team haben. Aber vielleicht finden wir auch ein anderes interessantes Pokémon. Und da ist die Belle noch. Zwecki, warum schaust du nicht bei Vivien vorbei? So. Hier ist noch ein Item. Pokéball! Ich würde auch direkt sagen, ignorieren wir das Ding unten, diesen ganzen Traumdunst, Krabums und so weiter. Oh, ein wildes Pokémon. Weil ich werde es im Spiel nicht machen, ich werde es größtenteils ignorieren. Ihr seht da unten verschiedenfarbige Punkte. Hier haben wir Blau, Rot und Gelb. Im Blauen steht WLAN, im Roten steht I.R und im Gelben steht drahtlos. Das ist unwesentlich für den Spielverlauf. Ich werde mich auf die Hauptstory konzentrieren und deshalb werdet ihr auch nie zu sehen bekommen. Ja, finde ich unwichtig, halte ich für unwichtig und ja, brauche ich gar nicht mal einzublenden. Und weiter geht's. Hier haben wir noch ein Item. Trank. Medizintasche verstaut, da gehört es hin. Und so, weiter geht's. Noch ein Item. Schutz. Auch Schutz muss sein, wenn man durchs hohe Gras geht. So, wie kommen wir jetzt darüber? Oh, hier sieht's noch nach einem Item aus. Paraheiler. So. Hier scheinbar nicht. Geh nochmal durchs hohe Gras. So, nix da. Hier kommen wir nicht rüber. Hier einmal durch. Da drüben kommen wir. Da drüben kommen wir rein. Hier gibt es noch ein Item. X-Abwehr. Hervorragend. Und hier kommen wir nicht durch. Ja, dann würde ich mal sagen, und das müssen wir scheinbar irgendwann später erkunden, verabschiede ich mich hier aus diesem Part. Und sage, ich hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben sollte das der Fall sein. Däumchen nach unten sollte das denn nicht der Fall sein. Ja, weiter geht's im nächsten Part. Hier, Richtung nächste City, Richtung nächste Route. Auf der nächsten Route. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid. Seid und ja, kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Haut rinne.